So, und damit wieder herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Habe ich mal ein bisschen umgezogen, so schülermäßig wieder. Dann würde ich sagen, sprechen wir nochmal mit dem Ragram. Nachdem wir letztens seinen Turm erst gesäubert haben. Wen haben wir denn da? Ich bin Schülerin in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fig. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja, ich, Professor Rookwood. Wir haben sie im Denkarium in Gringotts gesehen, mit denn Professor Rackham. Fürwahr. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden. Und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ja, ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Also gut. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Hm? Kobolde? Die Schülerin hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Sie und ihr Mentor, Professor Fig, sind nicht nur vor San Bakars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Voll der Arschballer. Es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn. Warten Sie, Professor. Der Name Rookwood. Denken Sie... Dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor Isidora, die Hexe aus dem letzten Denkarium, Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten. Hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erst mal hören, was Ranrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ich kenne da jemanden. Ich habe Serona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schienen sich gut zu verstehen. Nun gut, sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Meine Hausaufgaben. Ja, Sir. bevor Sie gehen... Professor? Sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich halte die Augen offen. Ja. So, Errungenschaft freigeschaltet. Hut ab vor dem Hüter. Oh, es ist Herbst. Das mag ich in dem Spiel, dass es wirklich Jahreszeiten gibt. Natürlich sind die Story bedingt. Ich will jetzt nicht 5 Jahre rumlaufen. Ah, mal wieder hier. Bist du was Neues? Nein. Eule hat auch nichts Neues. Mal Aufträge. Was können wir denn gerade machen? Nichts. Außer die dendalischen Schlüssel sammeln. Gut. Dann würde ich sagen, laufen wir noch mal ein bisschen rum, gucken wir uns ein bisschen um. Spektakuläre Neuigkeiten. Die Besenaufrüstung ist bereit. Schauen Sie doch mal im Laden vorbei. Ui. Ich hoffe, Sie werden mich für eine dringende und höchst vertrauliche Angelegenheit so bald wie möglich aufsuchen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. Oh, ja. So, wir wollen aber noch mal checken. Bitte kommen Sie nach dem Unterricht zu mir, sobald Sie meine Aufgaben erledigt haben.
So klappt das bei allen YouTubern, außer bei mir mit dem Kraken. Ah! Doch, da ist er. Patscherhändchen. Ging doch. Okay, jetzt haben wir wenigstens wieder Aufgaben. So. Tierwesen. Aha. Oh! Das ist Oranis Aufgabe, sammelt Trollpopel. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir wollen halt safe 4 Alohomora haben. Mit der Stufe 14. Den mache ich mal zuerst. Kann ich auch gleich mal meine Schlüssel abgeben? Sie können sich ja gar nicht vorstellen. Noch eine Hausmarke für die Haustruhe. Sie werden auch noch sammeln, die ganzen Dinger, ne? Super. Ich mache Fortschritte mit diesen Marken. So geil. Okay, wir machen wieder weiterhin. Wir können ein bisschen umgucken noch. Aha. Lumos. Was ist denn das? Ah, da ist er. Komm her, kleiner Miraculous. Mhm. Ich muss wieder rumfragen, ob irgendjemand mir für ein Wochenende mal Disney Plus vielleicht für die nächste Staffel sehen. Ich bin zu weit. Ja, ich bin safe zu weit gewesen. Waschbecken. Nice. Upsala. Das ist ja nicht, aber wir gucken uns ja immer alles an. Nichts. Weg da, weg da. Revelio. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja, kannst mal sehen.
Ich wär ganz schrecklich in Hogwarts. Und zu laufen wird mir so auf den Sack gehen. Revelio. Das Piefs irgendwo. Hier. Revelio. Das haben wir doch gerade gehört. Hallo? Wie geht das Spitzel? So da oben? Verarscht mich. Aha. Schon. Endlich. Hat der Alte mich erst beim Schlafen beobachtet? Sie sind bereit für Arresto Momentum, den Verlangsamungszauber. Damit frieren Sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Ja, ja. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Mhm. Wir stehen da jetzt den ganzen Tag rum und gucken uns diese Stadt an. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen.
An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demiguys. Ein Demiguys? Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demiguys. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben sie sich durch ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Ja, kann ich Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demiguys auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste doch, auf Sie ist Verlass. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohumora. Aber die Ausgangssperre... Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Oh. Ja, ein verkackt, aber wir haben es gelernt. Revelio. Ah, Allohumora ist so ein Zauber, okay. Allohumora. Autolösen, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ach, sehr gut. Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Revelio. Allohumora. Wir machen das Autolösen, weil ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Sonst hänge ich hier eine halbe Stunde lang... Revelio.
Oh, Professor Garlix, hau, Zimmer. Jetzt stehen uns alle Wege offen. Aha, da muss ja so erst wieder. Revelio. Ja, ja, das habe ich schon raus. Wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich auch alles mit. Erstes Schloss Spinne 018 und 5 sind schon 13. Das heißt, das hier muss ein Demigeist sein. 012 plus 3 sind 5, sind 9. Dieser komische Kraken. Mathe Magie. Wow. Oh, eine stilvolle Schuluniform. Die gucken wir uns doch mal eben an. Die hat was. Ja. Ganz schön. Okay, wo bin ich hier? Weiß nicht, wo ich hier bin, aber es sieht lustig aus. Aber kein Demigeist.
Gott, von wem ist das, das Zimmer? Er hat genau meinen Geschmack wenigstens. Wir ziehen eine Generation verweichlichter Umhangflatterer heran, die Akonitum nicht von Abonnenten. Nun ja, es ist ja noch früh. Vielleicht bessern sie sich. Das sagst du jedes Jahr, Matilda. Wir gucken erstmal weiter oben. Revelio. Hier ist echt los. Hier ist echt was los um die Zeit. Wir haben keine Levioso. Brauchen wir eh genauso wie Impulse für die eine Quest. Wer ist das? Wo ist der Bekloppte? Hier ist irgendwo wieder so ein kleines Dingelchen. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Aha. Wir würden einen Aufstand vorbereiten. Wir müssen immer überall für Ärger sorgen. Vielleicht wären Renrock und seine Bande weniger streitbar. Hallo, Homura. Ui, hier sieht es richtig edel aus, richtig nice. Ich habe jedenfalls keine Ahnung. Was? Ach, nö. Hier, das ist eine 60 wert. Halt, dass wir die Merlin-Rätsel machen. Kobolde nicht in Ruhe, du Troll. So sprichst du mit einer Vertrauensschülerin? Ich bin auch Vertrauensschülerin. Das reicht. 50.000. Revelio. Badezimmer der Vertrauensschüler. Wir kennen es ja noch. Hi. Ja. Hat er nicht was in den Augen oder ist hier... Revelio. War das Ding hier drinne? Nö. Hier wurde nur eingebildet. Gucken wir uns erstmal hier um. Ah, hier, guck mal, was da ist. Oh, heute läuft wieder gut. Wer weiß, wie oft wir noch die Gelegenheit haben, hier oben rumzustreunern, ne?
Dann müssen wir erstmal kurz was für vernichten wieder. Wir haben hier viel zu viel. Wir hätten verkaufen müssen. Immer. Naja, wir gehen ja gleich nochmal nach Hogsmeade. Diese oder nächste Folge. Wobei ich glaube eher nächste Folge. Für das Besen-Update und für... Wow, Schuluniform der Vertrauensschüler. Nee, wie heißt er nochmal? Hier, Confringo. Confringo. So geht das natürlich dann auch. Dann scheint hier so erstmal nicht zu sein, aber krasses Ding. Okay, weiter geht's nach oben. Einhornspringbrunnen. Hier einfach so ein. Nun, ich sollte vielleicht meine Aufsicht beginnen. Professor Black weiß es wohl am besten. Aber die Schüler sind schrecklich enttäuscht, weil Quidditch abgesagt wurde. Oh, ich wollte in dieser Saison ein paar Galionen auf Hufflepuff setzen. Hufflepuff? Nicht Ravenclaw? Ich kann eine vielversprechende Wette erkennen. Revelio. Ich würde auf Hufflepuff setzen. Was war das? Was war was? Ich dachte, ich hätte was gehört. Oder nicht? Nein, hast du dir eingebildet. Jedenfalls hatte ich große Hoffnung auf Hufflepuff. Oh, da ist noch was. Okay. Wir gehen wieder zurück, den gleichen Weg, den wir gekommen sind. Und checken jetzt mal, aber wir können hier runter. Ob wir jetzt bei der Tür bei Rockwood und Weasley durchkommen. Ja, sie stehen da nicht mehr. Sehr schön. Revelio. Aber bloß auf Stufe 3. Lalalala. Du mich nicht hast gesehen. Das ist jetzt ein höheres, oder? Ja. Aber ich würde sagen, es war sehr produktiv. Wir haben gut was gefunden, gut was erreicht. Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Ja. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Es ist faszinierend. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Rätsel zu lösen. Sie sind ausgesprochen freundlich und gebildet. Und ich kann Ihnen im Gegenzug für Ihre Hilfe
auch etwas anbieten. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Gut, ich halte die Augen offen. Das wäre nett. Yay. Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Revelio. Zusammen können wir dieses Geheimnis lüften. Die Flamme schon, ja. So, dann würde ich sagen, wir holen uns noch das Bild hier. Rufio Porte, okay. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Projekt gefällt, gerne mit einem Daumen nach oben bewerten und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, reingerockt.